Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchten wir euch mal ein bisschen die Feuer- und die Erdbestattung näher bringen, die Unterschiede aufzeigen, denn die Frage, ob es eine Feuer- oder eine Erdbestattung werden soll, ist die Frage, die am häufigsten hier gestellt wird, wenn wir gemeinsam mit den Angehörigen in dem Besprechungsraum sitzen. Denn das ist das Erste, für was sich die Leute entscheiden müssen, soll es eine Feuer- oder eine Erdbestattung werden. Und ich glaube, dass es wichtig sein kann, wenn man sich vorher vielleicht schon mal mit jemandem darüber unterhalten hat, ob man selbst für sich eine Feuer- oder eine Erdbestattung haben möchte. Denn das nimmt diese riesengroße Entscheidung ab. Die Erdbestattung ist die traditionelle Form der beiden Bestattungsarten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine Trauerfeier und dort vorne steht ein Sarg. Man kann sich viel besser da reinversetzen und verstehen, dass dort vorne noch ein Mensch drin liegt. Die Trauerfeier ist vorbei und wir laufen hinter dem Sarg her. Man geht gemeinsam mit dem Verstorbenen zu seiner Ruhestätte und dort wird er dann in die Erde gegeben. Das ist so der übliche Ablauf einer Erdbestattung. Bei der Feuerbestattung findet die eigentliche Bestattung im Krematorium statt. Wir haben die Möglichkeit, natürlich den Verstorbenen auf seinem letzten Weg auch im Krematorium zu begleiten. Und wenn man dann in die Kapelle kommt, dann steht da so eine Urne. Und viele Leute können sich gar nicht vorstellen, wie ein Mensch denn auf einmal in so eine Urne reinpassen soll. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, bei einer Feuerbestattung erst einmal eine Trauerfeier am Sarg zu machen und dann die Einäscherung. Meistens ist es dann so, wenn man sich dann noch auf dem Friedhof mit der Urne trifft, wird keine Trauerfeier mehr gemacht, sondern man macht dann nur noch den Grabgang und geht gemeinsam mit den engsten Angehörigen zur Grabstätte. Kommen wir aber zurück zu dem, was ich anfangs sagte. Man macht eine Trauerfeier mit der Urne. Wenn man sich jetzt wieder in diese Lage reinversetzt, man kommt in eine Kapelle rein, wo dann diese Urne steht, vielleicht ein schöner Blumenschmuck um oder auf der Urne drauf ist, dann weiß man trotzdem, jemand liegt da drin, aber man kann sich das nicht bildlich vorstellen. Wenn wir dann nach der Trauerfeier gemeinsam zur Grabstätte gehen, dann ist es häufig bei uns so, dass auch die Angehörigen natürlich gerne die Urne zur Grabstätte tragen dürfen. Wenn die Angehörigen sich das selbst nicht zutrauen, dann macht es jemand von uns. Und dort an der Grabstätte angekommen, wird dann die Urne in die Erde gelassen. Das Für und Wider bei Feuer- und Erdbestattung ist sicherlich jedem Menschen selbst überlassen. Der eine findet es schön, vielleicht eine große Grabstätte zu haben, um die er sich kümmern kann, wie er das bei einer Erdbestattung nun mal hat. Der andere sagt, ich habe gar nicht die Möglichkeit, auf den Friedhof zu gehen, weil ich vielleicht weit weg wohne und kann mich nicht um eine Grabstätte kümmern. Für denjenigen ist es dann natürlich vielleicht sinniger, eine Feuerbestattung zu wählen, denn da sind die Grabstätten deutlich kleiner. Natürlich hat man auch bei der Erdbestattung die Möglichkeit, sich pflegefreie Grabstätten auszusuchen. Das sind dann meistens Rasengrabstätten, wo quasi hinten nur ein Stein steht und vorne eine Rasenfläche ist. Sowas gibt es bei der Urnenbestattung auch. Auch da ist es natürlich wieder so, dass die Grabstätten sich eigentlich nur unterscheiden, indem sie verschiedene Größen haben. Natürlich ein riesengroßer Vorteil bei der Feuerbestattung ist, dass man so eine Urne halt auch ganz anders beisetzen kann. Es gibt Bestattungswälder, es gibt die Möglichkeit einer Seebestattung, es gibt die Möglichkeit von Tree of Life, das ist der Baum des Lebens. Das heißt also, dort wird die Asche in eine nährstoffarme Erde gemengt. Ein Baum wächst quasi aus den Nährstoffen heran und man kann sich diesen Baum in den Garten pflanzen. Man hat die Möglichkeit, dass die Asche verstreut wird. All das ist natürlich deutlich mehr Möglichkeit als das, was man bei einer Erdbestattung hat. Ein weiterer Punkt ist natürlich, kann ich mir für mich selber oder für meinen geliebten Menschen vorstellen, dass derjenige unter der Erde liegt? Oder ist es mir vielleicht lieber, dass der Verstorbene im Krematorium dem Feuer übergeben wird? Es ist natürlich auch so, dass viele Leute sagen, unter der Erde wird man von Würmern zerfressen. Das ist natürlich nicht so.
Bei der Erdbestattung ist es aber häufig doch der Fall, dass Menschen sich genau dieses Bild ausmalen. Wenn man jetzt wieder zu der Feuerbestattung springt, ist es tatsächlich so, man macht die Übergabe ans Feuer und ab dem Punkt ist unwiderruflich Ende. Das heißt, das Ergebnis am Ende ist genau dasselbe. Ein sicherlich sehr großer Punkt sind auch die Kosten der beiden verschiedenen Grabstätten. Eine Erdbestattungsgrabstätte ist immer deutlich teurer als eine Feuerbestattungsgrabstätte, denn man hat ja auch viel mehr Fläche, die man bezahlen muss. Ich persönlich würde mich immer für die Feuerbestattung entscheiden. Ich würde auch viel lieber in den Sommerurlaub fahren, da wo es warm ist, anstatt in den Winterurlaub, wo man friert. Zum anderen ist es natürlich auch einfach der Hintergedanke, dass ich niemandem zur Last falle, dass eine Grabstätte vielleicht nicht allzu groß ist und es doch noch verschiedene Möglichkeiten der Bestattungsart gibt. Das Fazit ist, egal ob Feuer- oder Erdbestattung, beides ist Mist. Wenn man beim Bestatter sitzt und sich entscheiden muss, was mache ich mit meinem geliebten Menschen, kann man es nicht schlimmer machen als das, was sowieso schon passiert ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein paar Eindrücke darüber bekommen, was die Unterschiede zwischen der Feuer- und der Erdbestattung sind. Und ganz wichtig wäre mir, vielleicht könnt ihr ja mal bei euch in der Familie so ein bisschen rumfragen, was der ein oder andere Angehörige für sich selber wünscht. Denn ich bin mir sicher, wenn ihr irgendwann in diese Situation kommt und hier bei uns sitzt oder generell bei einem Bestatter sitzt, dann wird es euch deutlich einfacher fallen, denjenigen auf seinem letzten Weg zu begleiten. Macht's gut und bis demnächst. Euer Sebastian.